Ja, servus zusammen zu diesem kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar gibt es heute mal ein anderes Video als vielleicht sonst. Und zwar habe ich mir einfach aus Spaß für den Sommer ein kleines Motorrad gekauft. Und was das für ein kleines Motorrad ist, das zeige ich euch jetzt mal hier in diesem Video. Und zwar habe ich mir so eine kleine, Honda DAX Nachbau der Firma Skymax gekauft. Das Ding war eigentlich ein Zufallskauf. Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen inseriert gesehen und mir gedacht, ja, für den Preis, es war für 100.000 Euro inseriert, da muss ich zuschlagen. Es handelt sich dabei um ein Motorrad mit 125 Kubik, wie man hier schön sehen kann. Das Teil hat 7 PS und ist Baujahr 2011. Und ja, ist vom Allgemeinzustand her eigentlich ziemlich gut. Ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich schraube jetzt einfach an dem Teil dann ein bisschen selber rum. So viel kann man bei den Dingern ja auch nicht falsch machen, was ich zumindest bisher so gelesen habe. Und es sind natürlich auch ein paar Kleinigkeiten noch zu machen. Zum einen habe ich schon hier den Luftfilterkasten getauscht. Der war nämlich beim Vorbesitzer völlig zerstört und gebrochen. Das hier ist der alte Luftfilterkasten. Hier, wie man schön sieht, fehlt einiges an Kunststoff und das habe ich jetzt eben mit einem neuen Luftfilterkasten getauscht. Der hat, glaube ich, 15 Euro gekostet, also die Ersatzteile dieser Skyteam oder Skymax Motorräder sind wirklich sehr, sehr günstig und den habe ich jetzt hier schon mal angeschraubt. Das ist mal Punkt 1. Jetzt klingt das Ganze auch wieder etwas ordentlicher und sauberer. Dann der nächste Punkt, den ich jetzt hier reparieren muss, ist einmal das Heck. Und zwar ist das Heck gebrochen hier drinnen am Schutzblech. Sieht man schon, wurde irgendwie provisorisch hier so ein Kunststoff eingesetzt und das Heck daran befestigt. Hier wird das nämlich festgeschraubt und jetzt sieht man es nicht, aber wenn das Kennzeichen ab ist, ist hier innen drin ein Plastikteil gebrochen. Ich zeige euch das mal. Ich habe nämlich schon ein neues Heck gekauft. Das ist auch schon da. Das sieht dann so aus. Und beim alten ist nämlich hier drinnen, wo diese Schraube, diese Mutter sich festzieht, das komplette Kunststoff hier rausgebrochen. Also praktisch dieses ganze Teil hier. Das Heck hat übrigens mit komplett dem Rücklicht 19,95 Euro gekostet. Also auch spottbillig. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und was ansonsten noch an dem Teil noch nicht so schön ist, ist, dass es eigentlich ist, oder noch ein bisschen Pflege benötigt. Man sieht halt hier am, in Anführungsstrichen, Chrom, dass teilweise, auf der Seite sieht man es jetzt nicht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, besser zu sehen. Ja, dass hier halt überall schon Rostflecken sind, Flugrost etc. Da werde ich auf jeden Fall mal mit einer Politur rangehen und werde mal versuchen, ob man das noch ein bisschen retten kann. Genauso wie hier diese Federbeine, auch die sind ziemlich rostig, die werde ich vielleicht dann auch noch demnächst mal ersetzen. Auch die kosten um die 50 Euro das Paar, also auch sehr, sehr bezahlbar. Ansonsten habe ich jetzt nicht mehr so viele Mängel entdeckt. Das einzige hier, dieser Sozius, diese Fußraste hier, ist auf der Seite noch vorhanden. Auf der anderen Seite ist diese hier scheinbar abgebrochen. Aber auch da werde ich mir überlegen, ob ich damit überhaupt eine Person mitnehmen möchte, da das Motorrad ja auch wirklich, wirklich klein ist und ich mit 1,80 Meter da schon drauf aussehe, wie als wäre das Motorrad irgendwie zu heiß gewaschen geworden. Ob ich auf der anderen Seite einfach die Fußrasten auch noch entferne und ich denke, das ist kein großes Problem. Ja, dann fehlt hier beim Kickstarter dieser Puffergummi. Auch den werde ich mir mal noch gebraucht besorgen und beziehungsweise neu besorgen und hier dann dran schrauben. Und die Felgen sehen auch nicht mehr so gut aus. Auch die brauchen mal ein bisschen eine Aufbearbeitung. Aber ob das jetzt so viel Sinn macht, sei mal dahingestellt. Das werde ich dann irgendwie in nächster Zeit nochmal prüfen. Das Motorrad hat übrigens noch bis September diesen Jahres TÜV. Und ich denke mal, wenn ich die zwei, drei Kleinigkeiten mache, Elektronik und so weiter, funktioniert alles, Bremsen funktionieren, dann sollte einem neuen TÜV auch nichts im Wege stehen. Ansonsten war noch dabei einmal so ein Koffer, den man hier am Gepäckträger dran machen kann. Und dafür war auch noch so eine Plastikhalterung, die man hier festschraubt und wo man den Koffer dann draufstecken kann. Nachdem ich diesen Koffer aber wahrscheinlich nie brauche, habe ich mir gedacht,
schraube ich den einfach mal ab. Vielleicht verkaufe ich den auch bei eBay Kleinanzeigen, keine Ahnung, oder ich stelle ihn mir irgendwo ins Regal, falls ich doch irgendwann mal zum Camper wäre und mir das Ding im Camping oder im Wohnmobil mitnehme, damit ich dann auch meine Brötchen-Einkäufe machen kann. Ja, wahrscheinlich wird das nie passieren. Ansonsten haben wir bei diesen Sky Teams ziemlich cool die Möglichkeit, hier über dieses Drehrad den Lenker einzuklappen. Das kann man an beiden Seiten machen. So, und schon hat das Teil perfekte Packmaße. Also ich habe das Ganze hier in meinen Ateca gepackt und wie ich es abgeholt habe. Also selbst da konnte man Rücksitze einfach umklappen und konnte das Teil dann perfekt ins Auto hinten reinschieben. Ja, fand ich ziemlich witzig. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich bei der Besichtigung das Teil gleich mitnehme. Aber es hat mir eben so Spaß gemacht, damit zu fahren. Und auch der sehr günstige Preis. Ich sag mal, bei uns hier in der Umgebung kosten vergleichbare SkyMax-Modelle um die 1500 Euro ungefähr. Und da war der Preis von unter 1000 Euro in dem Zustand mit TÜV wirklich gerechtfertigt. Und laut Verkäufer waren auch schon einige Anfragen da, was ich aber auch wirklich glaube bei dem Preis. Und da musste ich schnell sein und zuschlagen. Und es hat sich zumindest gelohnt, weil ich habe es bekommen. Ich schraube hier mal schnell den Lenker noch fest. Ja, die meisten werden, denke ich, wissen, dass dieses SkyMax eben Honda DAX, also Honda Monkey, nicht, sondern Honda DAX Nachbauten sind. Lizenzbauten, glaube ich. Ich werde auch hier diesen SkyMax-Aufkleber spaßeshalber entfernen und habe mir schon den Honda DAX-Aufkleber besorgt für beide Seiten. Die gibt es auch günstig im Internet. Einfach damit die Täuschung noch ein bisschen besser wird. Ich denke mal, eingefleischte DAX-Fahrer werden den Unterschied mit Sicherheit sofort erkennen. Aber so eine Honda DAX ist halt auch mit 3.000, 4.000 Euro weit, weit, weit über Budget für ein Spaßmobil gewesen und hätte sich für mich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Dann haben wir hier nochmal den Schlüssel. Damit kann man einmal hier, ne? Jetzt die Sitzbank hochklappen. Man hat hier dann den Tank. Ich glaube, der hat um die 5,5 Liter. Müsste ich jetzt liegen. Ist auch wunderbar sauber innen drin, kein Rost. Dann haben wir hier eine kleine Batterie und die Elektronik. Batterie ist auch noch super Zustand, habe ich schon mal mit dem Ladegerät durchgemessen. Gibt es nichts zu bemängeln. Jo, ansonsten startet man das Gefährt hier ganz normal, Zündung an. Man hat hier ganz normal Blinker in beide Richtungen natürlich. Man hat hier Fernlicht, Abblendlicht und eine Hupe. Genau, was auch noch nicht funktioniert, ist der E-Starter. Auch den werde ich demnächst mal tauschen. Der kostet auch nur, glaube ich, um die 20, 25 Euro neuer. Werde ich mir mal einen neuen besorgen. Aber ich habe schon gelesen, dass eben die typischen Honda DAX-Fahrer ihre Maschinen immer mit dem Kickstarter starten und sowieso nicht mit dem E-Starter. Aber ich sage mal, ich möchte, dass das Ding hundertprozentig funktioniert. Und daher werde ich mir da auf jeden Fall einen besorgen. Ansonsten zum Starten hier einfach mal den Choke öffnen. Dann hat man hier den Kickstarter. Zündung ist an. Zündung ist an. Leerlauf ist drin. Und dann kann man eigentlich schon einmal durchdrehen. Wir haben es jetzt auch nicht so kalt. Und somit merkt ihr, die Maschine war jetzt wirklich kalt. Ich habe sie gerade das erste Mal angetreten. Sie läuft und springt direkt beim ersten Tritt an und hat auch einen richtig guten Sound. Ich bin zwar jetzt hier noch in der Garage, aber wie ihr schon hören könnt, klingt das Teil ziemlich geil. Und wenn man damit unterwegs ist, die ersten Blicke zieht man damit immer auf sich. Vielleicht auch, weil es albern aussieht, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall echt eine witzige Maschine. Und ja, ich habe mir gedacht, das ist zwar nichts, was zum Thema Hausbau passt auf dem Kanal, aber auch solche Kleinigkeiten machen dann doch einmal Spaß und ich möchte das auch immer ein bisschen filmen. Und ja, ich werde die Maschine jetzt dann in nächster Zeit eben häufiger fahren und auch soweit herrichten. Vor allem die Dinge, die ich gerade schon genannt habe.
Ja, und ansonsten, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch mehr von den Maschinchen sehen möchtet, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.